Wie ist die Aussage zu bewerten, wenn man sagt, ich tue nur das Nötigste in der Religion, weil mir das Paradies an sich reicht und es muss nicht die höchste Stufe sein? Ist diese Aussage falsch? Ja, mit Sicherheit. Diese Aussage ist falsch. Ein Muslim sollte nicht sagen, ich tue das Nötigste und mir ist genug das Paradies. Das ist falsch. Der Muslim sollte sagen, ich möchte das Höchste im Paradies haben. Deshalb sagte der Prophet, wenn ihr Allah um etwas bittet, dann bittet um Al-Firdaus. Und wenn du Allah um etwas bittest, dann bitte um Großes. Weil du von Allah verlangst, nicht von Menschen. Und diese Person, die sagt, ja, mir ist genug Paradies, dann wird diese Person mit der Zeit fauler. Und da wird die Person vieles nicht mehr tun und da wird diese Person in Sünden fallen und da kommt man nicht raus von den Sünden und die Sünden werden zu einer Gewohnheit und das wird sehr schwer für diese Person sein. Möge Allah uns bewahren.